Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Fachgespräch im Format Kolloquium. Meine heutigen Gäste sind die Professoren Alexander Rondek, Thomas Petschner und Thomas Rau. Und wir wollen uns heute mal mit der spannenden Frage auseinandersetzen, was wäre, wenn das Gesundheitssystem kollabiert und nicht mehr finanzierbar ist? Denn wir erleben halt nun mal, dass die Gesundheitsprobleme immer mehr zunehmen und dass es zwangsläufig wahrscheinlich irgendwann mal dazu führt. Bleiben Sie also dran und freuen Sie sich auf die Expertenmeinung hier in diesem Kreis. Und wir starten sofort. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und eure wertvollen Inputs jetzt in der nächsten halben Stunde gibt zu der Frage, was wäre, wenn das Gesundheitssystem kollabiert und nicht mehr finanzierbar ist. Meine vorherige Aussage ist korrekt, dass Gesundheitsprobleme immer mehr zunehmen und die Krankheitssysteme immer mehr belastet werden. Was also, wenn die Gesundheitssysteme diese Belastung irgendwann nicht mehr tragen können? Dürfen wir bei dir anfangen, ja, lieber Thomas? Ja, also seit 40 Jahren praktiziere ich Medizin, biologische Medizin, und ich sehe einen riesigen Shift im Verhalten der Menschen. Und zwar, früher gingen die Menschen zu ihrem Hausarzt, der hatte eine ganz bedeutende Funktion in diesem sozialen System, und da hatte auch recht hohe Kenntnisse. Ich war selber so einer. Und da hatte hohe Kenntnisse und hat die Leute gekannt, hat also ganzheitlich diese Menschen begleiten dürfen. Die Familien auch. Die, ne? Familien. Mhm. Ich hatte Generationen, ganze Reihen von Generationen, und da war die Medizin eigentlich billig, weil nur wenige mussten dann wirklich ins Spital eingewiesen werden. Dieses Spital war relativ zielgerichtet. Heute ist das völlig anders. Die Menschen, die gehen direkt zum sogenannten Spezialisten, den sie nicht einmal beurteilen können. Ich sage immer sogenannter Spezialist, weil er nämlich ein eng ist. Also nicht breit, sondern eng. Und der wird dann sie weiterweisen. Die Hausärzte, meine früheren Kollegen oder deren Nachfolger, das sind nur noch Zuweiserärzte. Das heißt, die erzeugen nur noch Kosten, indirekt, weil sie ja hintendurch dann eben die Patienten extrem teuer abgeklärt und behandelt werden. Ich weiß, das ist total stimulativ oder halt gegen die übliche Meinung. Ich denke, wir hätten die Notwendigkeit, dass das System einfach mal zusammenbricht, um diese übermäßigen Kosten, die absolut unnötig sind, die meisten Operationen sind unnötig, die meisten Therapien sind unnötig, wenn man wirklich grundlegende ganzheitliche Medizin im Sinne einer Integration machen würde. Wir haben uns schon lange entschieden, wir sind eigentlich Privatärzte. Das heißt nicht, dass wir elitär sind, nur noch reiche Leute nehmen. Ich habe, ein Großteil meiner Patienten sind absolut normale Menschen, die jetzt nicht große finanzielle Möglichkeiten haben, die aber erkannt haben, wir brauchen eine andere Medizin, und mit der sich durch das Leben bewegen. Und diese Medizin ist kostengünstig. Biologische Medizin, wir nennen sie halt so, diese alternative Naturheilverfahren versierte Medizin, die ist sehr kostengünstig. Und wir haben nur ganz selten, habe ich einen Patienten, der wirklich eine Spezialmedizin braucht, ganz selten. Und für die müsste man dann natürlich ein System aufrechterhalten. Die Entwicklung weg von der Basisversorgung hin zur Spezialistenversorgung finde ich absolut schlimm und ist die Ursache der übermäßigen Kosten.
Die Resultate haben sich überhaupt nicht verbessert. Krebserkrankungen werden häufiger. Krebstherapien führen zu großem Leid und haben die Überlebenszeit nicht verbessert. Nur man diagnostiziert den Krebs früher, aber die Überlebenszeit ist nicht besser geworden. Für die meisten, nicht alle, für die meisten Krebse. Das nur, ich bin ein Krebsarzt, ein biologischer, aber da sehe ich einfach. Und was ich jetzt sehe, sind die ganzen Resultate der unklaren, also der Medizin, welche unklare Krankheiten vermittelt hat oder erzeugt hat, nämlich unfassbare Symptome hat. Du siehst das ja auch bei dir ständig, die Nebenniereninsuffizienzen, die Schilddrüseninsuffizienzen, die toxischen Belastungen und so weiter, auf die überhaupt nicht eingegangen wird in unserer teuren Schulmedizin. Entschuldigung, das ist sehr stimulativ, aber ich denke, Wir sind am Zeitpunkt, wo man wirklich umdenken muss. Und die Dinge auch mal aussprechen muss. Ja, aussprechen soll. Ich kann mich da nur anschließen, weil die Notwendigkeit, wirklich mal zu überprüfen, wo denn die Gelder hinfließen, wird erst dann starten, wenn wirklich das System kollabiert. Nicht, dass ich es mir wünschen würde, aber die Notwendigkeit, was zu machen, zu sagen, okay, zum einen würde mich mal interessieren, welche Therapieverfahren, welche diagnostischen Verfahren sind denn besonders kostenintensiv und extrem häufig? Wäre der eine, also wo geht das Geld hin? Die zweite Frage ist eine ursächliche Frage. Welche Erkrankungen oder, ich formuliere es mal anders, verlorene Gesundheitszustände sind denn am häufigsten oder sie haben deutlich zugenommen? Und da muss ich ja das Augenmerk hinwenden. Das heißt, ich muss ja ursächlich überlegen, was kann ich denn machen, dass die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren so deutlich zugenommen hat, wie kann ich die beeinflussen? Und ist es nicht vielleicht sinnvoller, das Geld, jetzt wenn es kollabiert ist, eher in diese Richtung zu stecken, dass es erst gar nicht zum Krebs kommt? Ja? Oder dass man andere Wege findet, um Krebserkrankungen kostengünstiger und vielleicht wahrscheinlich sogar auch angenehmer für den Patienten zu gestalten und als Nebeneffekt dann vielleicht auch für den Arzt und Therapeuten angenehmer zu gestalten. Warum? Weil der Arzt auf einmal wieder Zeit hat für den Patienten. Denn das, was du beschrieben hast, so ist es bei uns in Deutschland. Der Allgemeinarzt hat eigentlich nur noch eine Verteilungsfunktion. Das muss eigentlich theoretisch gar nicht so groß mein Arzt sein. Ja, so ein paar Grundkenntnisse bräuchte er noch als Allgemeinmediziner, Hausarzt. Aber diejenigen, die eigentlich die Tätigkeit des Hausarztes mit Herzen machen, wollen das ja gar nicht. Aber das System lässt denen nicht den Spielraum, wirklich sich um den Patienten zu kümmern, den anzunehmen, anzuhören, was er hat, um gezielt darauf einzugehen. Und das ist sehr schade. Und insofern, erst wenn wirklich das Gesundheitssystem gegen die Wand gefahren ist, dann fängt man an, die Notwendigkeit zu sehen, okay, wir müssen nochmal alles auf den Tisch legen, wie schaut's denn aus? Und leider befürchte ich fast, dass es in diese Richtung kommen könnte. Ich glaube, das ist auch für viele Ärzte ein großes Dilemma, dass sie eben diese Zeit nicht mehr haben, sich mit dem Patienten wirklich auseinanderzusetzen und ihn eben ganzheitlicher anzuschauen. Aber jetzt höre ich von dir auch, dass die eigentliche Basismedizin ja eigentlich eine sehr kostengünstige ist, ne? Und ja. Sollte eigentlich ja den Mut machen, dass immer mehr Medizinfachleute, sage ich jetzt mal, oder Ärzte eine Umorientierung machen und sich weg von dieser Kassenzulassung zu orientieren, weil es nicht zwangsläufig heißt, dass ich dann nur noch eine elitäre Medizin betreibe, wenn ich in die Richtung gehe. Ja, genau so ist es. Also ich bin überzeugt, dass wenn praktizierende Ärzte draußen einfach anders bezahlt würden, dann hätten sie mehr Zeit und sie könnten ganz viele Krankheiten gleich schon sehr frühzeitig abwenden. Und was du gesagt hast, man müsste dann diese Ärzte, und die sind im Allgemeinen als erfahrene Hausärzte, sind die eben offen für unsere Methoden, auch informieren, was kann man machen gegen toxische Belastungen, was kann man machen gegen halt eben grundlegende Regulationsstörungen, was sind überhaupt Regulationsstörungen. Und meine Erfahrung ist, ich deklariere mich ja sehr stark in dieser biologischen Medizin,
dass die Menschen, und das sind wirklich auch einfache, nicht reiche Leute, die sagen, ich zahle das lieber selber und bin dafür gesund. Mhm. Die kommen. Und das, tolle Erkenntnis. Was wir machen, ist eine ganz kostengünstige Medizin. Mhm. Ja. Jetzt würde ich dich auch ganz gerne mal befragen, lieber Thomas, du kommst ja aus, also du hast deinen Schwerpunkt in anderen Ländern, sagen wir mal so, mhm. wo es ein Gesundheitssystem in dem Sinne, wie wir es in Europa haben oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, so nicht gibt. Machen wir es andersrum. Ja. Also so ein System wie in Deutschland, Schweiz mhm. oder Österreich mhm. gibt es fast nirgendwo. Okay. Also so ist die, dass die Leute mit einer versicherten Karte überall hingehen können, dass die sich an verschiedene Spezialisten wenden können. Das ist wirklich ein Luxuszustand, mhm. wenn man es mit vielen, vielen Ländern vergleicht. Also USA hängt weit, weit hinterher, also sagen wir es mal auch mhm. als westliches Land, das System ist einfach nicht tragfähig. Aber es gibt natürlich auch andere Systeme. In Australien gibt es das sogenannte ACC-System. Das heißt, man hat eine Grundversorgung und die gilt für alle, gilt für Touristen, gilt für Einheimische. Es gibt keine Trennung. Also wenn man da hingeht, man braucht keine extra Reiseversicherung abschließen, weil dort ist man schon damit gedeckt. Unfälle, Beinbruch, was auch immer da passiert, Erfrierungen, weil die Leute ohne Schuhe Dungareer Crossing machen gehen in die Berge, weil es am Morgen so sehr warm war und Nachmittag ist es eiskalt. Also, und die werden auch versorgt. Der Großteil der Menschheit, wenn man es tatsächlich global anschaut, hat keine medizinische Versorgung oder schulmedizinische Versorgung im herkömmlichen Sinne, so wie wir sie sehen, sondern die sind angewiesen auf das, was wir alternative Medizin nennen oder komplementäre Medizin. Sehr oft ist ja so, dass die Ärzte irgendwann mal in die Berge fahren und dann sehen sie ein paar hundert Patienten an einem Tag, meistens geben Aspirin und Visitenkarte und sagen, komm bitte zu meiner Klinik nach Neu-Delhi oder wo auch immer. Es ist leider so, dass die Systeme dort auch von der Grundausstattung her staatlich nicht getragen werden können. Mhm. Es ist eine Menschenmenge, wenn man es nur mal Indien anschaut. Man kann so ein System wie Deutschland gar nicht bezahlen. Das ja. geht ja gar nicht. Das ist absolut unmöglich. Die Leute sind eigentlich nur noch darauf ausgerichtet, wo kriege ich überhaupt irgendeine Versorgung? Und da kommt die Spaltung zwischen Reich und Arm, wo die Reichen sagen, ich kann mir noch eine westliche Medizin leisten. Aber 80% gehen zu einem der, also wir nennen es Schamanen, wir nennen es, wie auch immer du das nennen willst, zu jemandem, der denen helfen kann aus der traditionsreichen Behandlungsmethoden und da gehen sie halt hin. Also das System ist, wenn man so will, zum Thema des heutigen Gesprächs ist, was passiert, wenn ein System kollabiert? Mhm. Also dort gibt es Beispiele, wenn du, das gehst du mal hin und siehst, wie ein System aussieht, wenn er kollabiert ist. So, Manila war in den Philippinen, eine Frau getroffen, die sich auf einen rostigen Nagel hingesetzt hat, also alles entzündet, alles in wirklich hohem Maßen gefährlich, Amputation musste angesetzt werden und dann gesagt, komm, wir finden einmal Tuk-Tuk, bring dich zur Klinik. Wir sind dann zur Klinik gefahren und sagt der Arzt, ich habe keine Säge, ich habe gar nichts, ich nehme nicht mal einen Faden. So, und da sind wir tatsächlich einfach als völlig andere Funktion da gewesen, Zeugen des eines Systems gewesen, wo du in der Klinik bist und die haben gar nichts. Also wir müssen dann zur Apotheke, zu einem Lieferanten hingehen, wo wir erstmal Säge, Verbandstoffe, alles was wir gebraucht haben für diese OP, müssen erstmal gekauft werden. Mhm. Also das war ein wirklich purer Zufall, dass wir uns überhaupt getroffen haben. Dass ich das gesehen habe, sie saß da mit einem gebundenen Bein und so, was hast du denn da? Sieht wirklich nicht gut aus. Dann mach sie auf, dann kommt schon richtig riesiger Gestank. Brauchst du nicht viel gucken, der ganze Fuß war blau, geschwollen. Also einfach nur mal, ja, wäre ich nicht da gewesen, hätte sie überhaupt keinen, der irgendwas darüber sagt. Und es geht nur nicht eher so, sondern den meisten Menschen in solchen Ländern, also das mhm. ist auch ein Teil, natürlich auch eigene Bildung spielt eine Rolle, sie wusste nicht, was da passiert, aber die Versorgung, die in solchen Fällen kommt, ist nicht gegeben, also einer der Beispiele.
Also, das ist natürlich dann in dem Fall schon, sehen wir uns in der glücklichen Lage, dass wir hier gut versorgt sind. Also das eine sind Unfälle, wie auf einen oder in einen rostigen Nagel zu treten. Aber es gibt ja eben einfach auch gesundheitliche Störungen, die sich entwickeln aufgrund einer falschen Lebensweise. Kuba ist ein fantastisches Beispiel dafür. Mhm. Kuba hat durch die Blockade durch Amerikaner keine Medikamente gekriegt, keine medizinischen Geräte und so weiter. Und dann haben sie Prävention groß eingeführt. Und da gibt es in Kuba eine ganze Menge Erkrankungen, die es überhaupt nicht gibt. Die sind gar nicht bekannt, weil schon präventiv dafür Sorge getragen wurde, dass es nicht so weit kommt. Und das ist das, was Thomas sagt. Also frühere Familienarzt, wie er dann hieß, ja, der kennt die ganze Familie, der kennt die Kinder, der kennt deren Lebensgewohnheiten, der besucht sie immer, der ist da, wenn die Ältesten im Haus sterben, der hält ihm die Hand am Sterbebett und ist dabei da, wenn die jüngste Tochter entbindet oder was auch immer. Er ist mit der Familie verbunden und kann auch einen guten Rat geben, wie man auch ohne irgendwelche besondere medizinische Behandlungen gesund bleiben kann, auch im Sinne der Prävention. Es gibt auch Gegenden, kleine Inselchen im Pazifik oder sonstiges, es sind 20 Inseln und für die sind einige tausend Menschen leben da und da gibt es nur ein einziges Röntgengerät. Es gibt sonst gar nichts. Also es gibt keinen Ultraschall, es gibt nur ein einziges Röntgengerät. Und was kannst du damit dann anstellen? Also es ist immer die Frage der medizinischen Versorgung, auch Gerätemediziner sollte es, aber auch die sage ich jetzt mal, politische oder medizinpolitische Ausrichtung, nehmen wir Beispiel Kuba oder andere Länder, dass man sagt, wir gehen in die Richtung und machen da was. Aber das zeigt ja im Endeffekt, wenn die Notwendigkeit da ist, dass man nicht zurückgreifen kann auf bestimmte diagnostische Verfahren oder therapeutische Verfahren, dass man doch immer wieder Möglichkeiten findet. Das heißt, also bei uns in der Medizin ist es die manuelle, also mit den Händen die Untersuchung. Und das muss man natürlich machen. Und je länger ich das mache, über viele, viele Jahre, desto besser werde ich. Oder ins Gesicht schauen. Wir hatten da letztens viel diskutiert. Augendiagnose, Gesichtsdiagnose, du hast da sehr, sehr tolle Beispiele gebracht. Da kann ich ja schon viel ablesen. Dann ist vielleicht das eine oder andere Labor gar nicht nötig. Nur die Struktur ist jetzt hier nicht so. Aber wir sehen auf der anderen Seite, es gibt schöne Beispiele, dass es auch anders geht. Mhm. Und das wäre so mein Wunsch, dass man wieder beides miteinander verknüpft. Ich kann ja den Spezialisten, wenn ich irgendwo an eine Grenze komme oder wenn sowas ist wie ein verrosteter Nagel, den ich eingetreten habe und ich brauche die Hilfe, das kann ich ja trotzdem wählen. Mhm. Aber bitte vergesst mal doch nicht, wo wir herkommen und was wir können eigentlich am Patienten, mit dem Patienten gemeinsam. Und das finde ich unglaublich schade. Und da ist eigentlich ein Schatz, den wir völlig vergessen haben. Wir haben die Schatztruhe zugemacht und die irgendwo steht die im Eck und völlig vergessen, so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit, da reinzuschauen und so weiter. Ich schicke lieber mal schnell zum Spezialisten. Mhm. Ja, ohne mir vielleicht die nötige Zeit auch nehmen zu können, so will ich es mal formulieren, mir Gedanken zu machen, warum ist denn jetzt die Schilddrüse, warum spinnt die denn jetzt? Das war bisher noch nie der Fall. Aber wenn ich keine Zeit habe, sage ich, ich schicke sie jetzt erstmal zum Schilddrüsenspezialisten, der soll mal Ultraschall machen, der soll mal die Werte und der soll seinen Bereich mal und dann kommen sie wieder zurück. Und das ist sehr, sehr schade. Es ist auch aus Sicht des Arztes, ist es im Endeffekt eine Beschneidung. Ja? Mir werden bestimmte Hände weggenommen oder ich darf sie nicht mehr benutzen, weil die Zeit nicht mehr da ist. Und das ist natürlich, für einen Arzt macht das natürlich auch, oder allgemeinen Therapeuten. Ich will die Physiotherapeuten, kann man genauso, die ganzen pflegerischen Berufe, es gilt ja allen so, ja, dass denen die Zeit weggenommen wird, um sich für den Einzelnen zu kümmern. Und klar ist, habe ich mehr Zeit für den Patienten, kann ich sehr, sehr, sehr viel machen, so dass erst bestimmte Erkrankungen gar nicht entstehen oder noch eskalieren. Ja. Und sich diese Kaskaden bilden. Ne? Korrekt. Die traditionelle chinesische Medizin oder die traditionelle europäische Medizin ist ja alles Erfahrungsmedizin. Über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar. Und ich frage mich, warum das immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Und eben, wir
erzeugen ja mehr, also wir erzeugen ja deswegen nicht mehr Gesundheit. Wir haben einen riesen Apparat in Medizin mittlerweile, aber wir erzeugen nicht mehr Gesundheit. Die Leute werden immer kränker. Natürlich haben wir noch andere Einflussfaktoren. Von Deutschland gab es eine Studie, dass Deutschland zu den drei Ländern gehört mit der höchsten Herzkatheterdichte. Jetzt ist ein guter Freund von mir, der ist Herzkatheter-Spezialist und ich bin auch dankbar, weil wenn man es braucht, wenn wirklich dicht, wenn ein Herzinfarkt, ist es wirklich ein unglaublich wichtiges Instrument, was Leben Menschen retten kann. Ja. Aber diese Studie hat auch gezeigt, obwohl wir die höchste Dichte an Herzkathetern in Deutschland haben, haben wir nicht dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass man an Herzinfarkt stirbt, senken können. Also wir haben das ein sehr hohes Niveau, aber es hat keinen direkten Einfluss gehabt. Und das darf man auch wieder nicht vergessen. Also man darf es auch nicht schwarz-weiß sehen, darum habe ich das gerade so klar dargestellt, dass Herzkatheter eine wichtige Funktion sein kann. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch immer die Frage stellen, als Arzt, jeder muss für sich die Frage beantworten, muss ich denn jetzt einen Herzkatheter überhaupt fahren? Oder kann ich vielleicht noch darauf verzichten? Gibt es andere Möglichkeiten? Und das finde ich, das macht natürlich ein System, was monetär, weil ich stelle das natürlich in Rechnung und, hat es immer natürlich einen Einfluss drauf. Und theoretisch könnte ich sparen, wenn ich als Arzt, als Therapeut ein gutes Gewissen habe und sage, nein, aus meiner medizinischen Sicht, meiner aktuellen Einschätzung, brauche ich jetzt in dem Moment noch keinen Herzkatheter. Ich will es jetzt nicht den Kollegen unterstellen, überhaupt nicht. Nur man ist aufgrund des Systems leichter dazu verleitet, in diese Richtung zu denken, dass man sagt, jetzt machen wir mal lieber einen Herzkatheter oder jetzt machen wir lieber mal dies oder jenes. Es geht auch darum, wie viel Verantwortung ein Kollege, ein Arzt bereit ist, noch zu übernehmen. Und das ist ein weiteres riesiges Thema, dass mir die Kollegen sagen, ja, aber weißt du, wenn ich das nicht mache und dann kommt was nicht gut, dann bin ich der Hängemann. Ja. Und so werden die Leute von einem zum anderen, weil der Nächste macht das ja auch so, dann sagen, ja, jetzt gehen Sie zur Sicherheit noch zum Neurologen, jetzt gehen Sie zur Sicherheit noch zu, weiß ich. Und so kommt es dann, dass wir in der Schweiz haben wir, soviel ich weiß, weltweit die höchste Dichte, also nicht nur die Dichte, sondern auch die Häufigkeit pro Mensch an Magnetresonanz-MRIs, die durchgeführt werden. Jetzt habe ich einen lieben Kollegen, einen wunderbaren Assistenzarzt, dem habe ich gesagt, du bist so gut, du musst den Facharzttitel noch machen, damit du mein Nachfolger werden kannst. Also geh noch in die Spitäler. Der kriegt Flöhe. Ich darf jetzt den Namen nicht sagen, dass er nicht Konsequenzen hat, weil bevor er überhaupt den Oberarzt bei einem nötigen oder unnötigen Notfall konsultieren darf, muss er gleich schon ein MRI machen. Mhm. Egal, was der hat. Mhm. Der Patient, der kommt, die meisten wegen Bagatellen, ins Spital und ein MRI wird gemacht, wegen jedem Dreck. Mhm. Und das ist natürlich eine riesige Kostenfolge, weil die Spitäler werden dafür entlöhnt, also werden dann, da gibt es Tarife, und so werden die Spitäler irrsinnig teuer. Und dann heißt es natürlich, Spitäler rentieren nicht mehr. Ja, warum? Weil sie unnötige Sachen machen. In Kombination. Dabei, damals, wo ich war, ich bin ein alter Arzt, wo ich noch ein junger Assistent war, das war in der Frühzeit der Computertomographie. Da hat mein rheumatologischer Chefarzt hat gesagt, wenn du ein CT machen willst, dann musst du die Diagnose voraus schon aufs Verordnungsblatt schreiben. Und dann hat er kontrolliert, was kam raus im CT, was habe ich gesagt, kannst du denn nicht untersuchen, er hat mich noch geduzt, kannst du denn nicht untersuchen, dass du eine MRI brauchst oder ein CT? Ja, heute ist genau umgekehrt. Und ich sehe an den jungen Ärzten, die können nicht mehr untersuchen. Die lernen das schon gar nicht. Also flüchten sie sich in das Verantwortung abgeben, in die teuren Begleituntersuchungen. Ja, es ist so ein bisschen die Sicherheit abgeben. Ne? Ja. Das Bild sagt mehr, als ich vielleicht eben jetzt in der Untersuchung feststellen kann. Ja, aber kann, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Niemand übernimmt mehr Verantwortung. Niemand steht hier, ich mache es so.
Aber wenn ich eine gute Ausbildung hätte zum Untersuchen, wenn ich genügend Zeit hätte zum Untersuchen, wenn ich das jeden Tag bei jedem Patienten immer und immer und immer wieder mache, würde, dann kriege ich auch die Sicherheit, dass ich sage, Moment mal, nee, da sind gar keine Hinweise drauf, dass zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall ist. Das kann wahrscheinlich nur eine muskuläre Verhärtung im Lendenbereich sein. Ich muss nicht gleich einen Kernspinnen-MRI machen. Also, aber das System hat sich, wie du es so schön sagst, hat sich verändert. Also ich habe es auch noch gelernt. Ich hatte einen Oberarzt, der sehr ähnlich war, der hat zu mir gesagt, Alex, also ich war ganz junger Assistenzarzt, direkt von der Uni, ja, und habe gesagt, okay, so läuft das auf der Magen-Darm-Station. Und dann habe ich angekreuzt, Labor, und dann kam er zu mir, warum hast du es angekreuzt? Und ich so, das machen wir doch eigentlich immer so bei den, so nein, du erzählst mir jetzt zu jedem einzelnen Wert, welche Fragestellung du hast und was du damit bezwecken möchtest. Ja. Und ich habe ganz schnell gelernt, gezielt einzelne Werte anzukreuzen, wo ich immer eine Frage dahinter hatte. Das heißt, der Patient hatte eine Beschwerde und ich habe eine Frage dazu formuliert. Und diese Frage mit dieser Formulierung konnte ich dann das entsprechende ankreuzen. Der hat mich da so getriezt, aber das war super, weil ich das bis heute mache. Ich überlege mir jedes Mal, brauchen wir das Labor, ja oder nein? Und auch zu diesen Themen kurz mal abschließend. Also ich befasse mich wirklich jetzt mittlerweile sind es fast 18 Jahre, wo ich unterrichte im Bereich integrative Diagnostik, also komplementäre Diagnostik. Und in vielen Ländern, wie ich gesagt habe, es gibt keine Möglichkeit, überhaupt ein Gerät zu haben. Gar nichts. Du brauchst nicht träumen, dass irgendwas kommt oder irgendetwas bezahlt. Und da sagen sie, okay, wir sind offen. Wir haben keine andere Wahl im Prinzip. Komm, zeigt uns was. Dann hat sich herausgestellt, wir haben klinische Studien gemacht, 87%ige Genauigkeit, Diagnostik ohne Geräte. Das war ja für uns alle, also wir haben 22.000 Patienten durch 4 Jahre in den Studien durchgeschleust, um zu sehen, wie funktioniert, was kriege ich als Information daraus. Und das sind wertvolle Dinge. Und wieder mal kommt die Verhältnismäßigkeit in Deutschland oder in westlichen Welt wird das nicht gebraucht, weil viele Geräte da sind. Wozu braucht einer visuelle Diagnostik, wenn er sagt, ich schiebe den in die Röhre da drin und dann sieht man alles und zwar in 3D und in Farbe. So, aber man sieht trotzdem nicht alles. Es gibt Elemente, die du aus der Diagnostik durch die Berührung, durch Gespräch mit den Patienten, also es gibt wirklich 30 fantastische Methoden, die man einsetzen kann, die werden gar nicht benutzt, die werden völlig außer Acht gelassen, nicht bei allen. Wir haben auch sehr viele interessierte Ärzte, die sagen, ich mache eine Weiterbildung, ich lerne ein oder anderen Element der Diagnostik, was mir liegt. Aber das, was du auch gesagt hast, man hat auch keinen Bedarf und es ist auch landesbezogen. Wir denken auch nicht, wie es in den anderen Ländern ist. Wenn man jetzt nur eine einzige Problematik nimmt, Saudi-Arabien, du hast jedes Jahr Millionen von Pilgern, die nach Mekka gehen. Die gehen durch die Wüste. Also glaubst nicht, dass jeder zweite Arzt ein komplettes Labor, Röntgen und alles im Jeep hat und dann diese Leute betreut. Nein. Also ich habe viele auch geschult, wie sie in solchen Situationen bei einer unglaublichen Menschenmenge doch noch eine gewisse medizinische Versorgung, vor allem diagnostische Sicherheit haben, mit den Menschen umzugehen und auch wirklich entsprechend an die Hilfe zu geben. Ja. Eine letzte Frage habe ich dazu noch, weil mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder eine Einladung zur Mammographieuntersuchung bekommen. Also weil die Frauenärztin sagt, allein der Ultraschall genügt nicht, um eine möglicherweise Krebsbildung festzustellen. Also dann eben am besten noch in die Mammographie. Und dann, wenn das vielleicht, ich habe auch schon gehört, das reicht auch nicht. Man müsste also vielleicht dann auch noch irgendwo in eine Röhre, um das wirklich abschließend zu klären. Wie sieht da eure Haltung dazu aus? Ja, da gibt es Studien. In Kalifornien waren mehrere Jahre lang, wurden die Kosten für Brustkrebsbehandlung nicht übernommen, wenn die Frau nicht nachweisen konnte, dass sie mindestens jedes Jahr über 35-jährige Frauen in der Mammographie war. Das war Bedingung. Und damit hat man die Mammographie gestärkt. Etabliert. Und zum Wohle der Bevölkerung, dass Krebse frühzeitig erkannt würden, hat man das gemacht. Eine absolute Katastrophe. Kalifornien ist von dem weggekommen, hat nur Kosten erzeugt, hat nur
zweite Untersuchungen wieder, also man hat dann hinten durch, weiß ich was, noch alles untersuchen müssen. Und die Mortalität an Brustkrebs hat sich nicht verbessert, sondern hat sich sogar verschlechtert, wobei man nicht sicher ist, ob es deswegen war, wegen der ständigen Röntgenbelastung in der Brust, oder ob es halt war, weil halt ohnehin die Brustkrebsmortalität ohnehin zunimmt. Beides ist möglich. Also, aber es hat gar nichts gebracht, gar nichts. Interessant in diesem Zusammenhang, wir hatten in einem anderen Kolloquium ein Thema Berührungsängste in der Medizin. Und da kenne ich aus dem Fall, ist eine Patientin gekommen mit Brustkrebs und dann sagt sie, ich war bei 7, 8 Ärzten, kein einziger hat meine Brust abgetastet, um zu sehen. Also auch von Seite der Mediziner ist es wirklich ja, dringend an der Zeit, sich auch solche die Verantwortung selbstverständlich. Das ist, also es macht keinen Unterschied, ob man eine weibliche Brust berührt, um Tumor zu entdecken, oder ob man jemanden Ellenbogen berührt oder Knie beim Beinbruch. Das spielt gar keine Rolle eigentlich, sollte keine Rolle spielen. Aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen Sachen laufen diesen Weg, was also unerklärlich, wirklich unerklärlich. Du wolltest noch. Sorry, ja, sorry. Nein, alles gut. Also ich, für mich war das eher wieder so ein Zeichen für Psychologie, wie sie bei uns, ich nehme mich jetzt mal nicht bewusst aus, Medizinern vorherrscht, dass man auf Nummer sicher geht. Ja, man nutzt dann im Endeffekt, dann machen wir das noch, das noch, das noch. Und dann ist natürlich auch bekannt, eine Diagnose Brustkrebs hat natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit daran zu versterben. Und ich glaube, durch diese Angst, man könnte juristisch gefasst werden, ist ja für uns Ärzte nach und nach, im Laufe der letzten 10, 20 Jahre immer mehr, dementsprechend versucht man sich abzusichern. Heißt nicht, dass ich das unterstütze. Ich beschreibe es nur, was vielleicht der Hintergrund dahinter ist. Das Gleiche gilt für die Gynäkologen. Es werden immer weniger, die Kinder auf die Welt bringen. Warum? Die sagen, die Haftpflichtversicherung, die gehen dermaßen in die Höhe, ein Risiko, was passieren kann bei einer Geburt, und ich bin dabei als Arzt, ist extrem groß, auch wenn erst nach 10 Jahren nach der Geburt irgendwas rauskommt. Ja, das könnte ja sein, dass die Geburt so und so verlaufen ist und das deswegen hat das Kind das Defizit. Und das macht es uns Ärzte natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich versuche einfach nur die psychologische Geschichte dahinter darzustellen und zu beschreiben. Ja, also so ganz losgelöst sind wir leider nicht. Ja, also ihr Lieben, es war jetzt eindrücklich für mich, es muss sich auf ganz, ganz vielen Ebenen ganz, ganz viel verändern in unserer Gesellschaft, und allen voran natürlich auch, dass der Patient wieder selbst die Verantwortung für sich und seine Lebensumstände, seine Gesundheit übernimmt. Das finde ich immer noch das Allerwichtigste. Und dass er sich informiert und dass er selbstständig abwägt. Und natürlich verstehe ich auch das Dilemma, in dem sich ein Arzt befindet, wie du jetzt zum Schluss nochmal sehr schön beschrieben hast. Vielen herzlichen Dank. Und also tut mir leid, wir konnten es nicht bis zum Ende klären, ob es gut ist, wenn das Gesundheitssystem kollabiert, was es bringt für uns alle. Wir werden es, ich gehe davon aus, irgendwann erleben, dass es kollabiert, wenn es jetzt so weiterläuft, wie die Entwicklung ist. Wird es zwangsläufig so sein. Aber in der Zwischenzeit bitten wir Sie gemeinschaftlich oder rufen wir Sie gemeinschaftlich auf, Verantwortung zu übernehmen, sich zu informieren. Das können Sie zum Beispiel auf dem freien und unabhängigen Portal Wikisana. Schauen Sie doch da gerne mal vorbei. Da finden Sie viele weitere dieser Gespräche mit wundervollen Experten und Expertinnen und können sich aufklären. Und dann ist es natürlich wichtig, dass Sie selbst auch ein bisschen Gespür und Gefühl hineinbringen. Also versuchen Sie, sich immer mehr selbst zu spüren und selbst ein Gefühl für die Wahrheit zu empfinden. Das wäre unser gemeinschaftlicher Rat und unsere Empfehlung. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie liebevoll sind und aufmerksam zu sich sind, dass Sie achtsam sind, und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Auf Wiedersehen.